In Schleswig-Holstein beginnt Trucker und Spediteur Martin Nottelmann seinen Arbeitstag. Er führt seit 13 Jahren ein eigenes Unternehmen. Auf der Straße ist Martin nur noch selten unterwegs. Ich selber fahre nur noch Urlaubsvertretung mittlerweile. Ich habe keinen festen LKW mehr. Und immer wenn ein Fahrer Urlaub hat oder krank ist oder ein LKW nicht besetzt ist, fahre ich den LKW halt. Ja, das war halt eine private Entscheidung, dass ich jetzt den Springer mache. Einfach auch, um mehr Freizeit zu haben, um abends zu Hause zu sein. Früher sind wir mit 3 LKWs gefahren, mittlerweile haben wir 7. Haben natürlich mehr als doppelt so viele Angestellte jetzt. Wir sind natürlich immer noch ein kleines Unternehmen, familiäres Unternehmen, aber das ist auch das gerade, was die Fahrer an uns bindet. Als Unternehmer hat Martin alle Hände voll zu tun. Auch wenn er kein Lenkrad hält. Auf dem Transportmarkt. Und da bieten sich alle gegenseitig, damit sie was zu tun haben. Und im Moment muss man abwarten, was passiert. Natürlich wühlt einen das alles auf. Man ist halt am Überlegen, wie es alles weitergeht. Aber im Endeffekt, irgendwie haben wir immer wieder eine Lösung gefunden. Ganz nach dem Motto, in der Ruhe liegt die Kraft. Obwohl er gerade hauptsächlich im Büro sitzt, packt Martin mit an, wenn Not am Mann ist. Sein Haus ist gleichzeitig auch der Speditionshof. Fahrer Thorsten braucht Martins Hilfe. Im Moment sind wir bei mir auf dem Platz und wollen schnell eine Lampe gerade stellen, die sich wahrscheinlich durch einen tiefhängenden Ast oder so verschoben hat. Kommst du da wieder dran zum Festmachen? Ja, keine Ahnung, müssen wir gleich gucken. Wenn man ihn fragt oder er hat was und sagt, komm, wir machen das, dann packt er genauso mit an wie wir auch. Da gibt es keinen Unterschied. Ich gehe voraus, die anderen folgen. Zwar nicht direkt, aber sie folgen.